Ja, liebe Leute, somit herzlich willkommen wieder mal zurück zu Drakensang Online. Und ja, ich bin gerade im Dungeon, versuche gerade meine letzten Erfahrungspunkte zu bekommen. Alter, meine Ausrüstung ist im Arsch, hier oben ist sie broken, ein Ausrüstungsstapelschild. Ja, und ich versuche gerade mich hier hoch zu leveln. Hab 100% Booster laufen, also 105% plus kleines Flugdrachensaurus. Freundchen, was mit mir gerade, ja, was mich einfach noch begleitet für 5% mehr Bonus. Wieder dazu gab's, war das letzte halt. Wer wissen möchte, woher ich das bekommen habe. So, jetzt Konzentration. Ich versuche mich hier gerade noch hoch zu leveln auf 33 ganz schnell. Ich wollte jetzt einfach nur noch aufnehmen und euch sagen, wie ich das mache. Ganz einfach, ich habe mich einfach mal mit den stärksten Zeugs hier geboostet. Alter, da ist wieder was Legendäres getroffen. Bremen bin ich noch immer keins. Nope. Was war das? Oh, das ist sogar schlecht. Gut, den Rest kann man sowieso vergessen. Ja, mir fehlt ungefähr noch einmal der Boss. Dann passt das. Ich bekomme ungefähr so um die 1000 Erfahrungspunkte für den Boss, wenn ich den umbringe. Und den habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht, weil es einfach am schnellsten ging und ich einfach absolut keinen Bock gehabt habe, den Dungeon durchzurennen und mir so die Punkte zu holen. Also jetzt bin ich da einfach schon zum 10., 20. Mal hier drin und level mich jetzt einfach noch so hoch, weil ich habe die Quest beim letzten Mal noch fertig gemacht, wie ich es gesagt habe. Doch, da sind irgendwie auf einmal keine Quests mehr gekommen. Das fand ich kacke. Das ist eigentlich ziemlich blöd auch. Und jetzt muss ich da zum Leveln was anderes finden. Und natürlich habe ich mein super neues Spielzeug hier gefunden. Der Sigrisma Frostklaue. Der ist natürlich absolut Bombe, weil der gibt mir richtig viel Erfahrung. Und wir sehen das jetzt gleich, nachdem ich eh Level ab. Ja, ja, komm, reg dich nicht so viel auf. Kämpf lieber. Aber es ist ab und zu doch interessant, weil er ist unterschiedlich stark. Jetzt hält er zum Beispiel mehr aus. Vorhin hat er nicht so viel ausgehalten. Aber ist eh egal. Oh, ich hau ihn jetzt einfach nochmal so runter, denn was will man denn da tun? Ja, da kommt er eh nicht mehr hinterher. So. Und fertig ist er und wir haben das Level ab. 33. Kann man wieder was lernen? Zwei Stück. Und die möchte ich mal noch aufheben. So. 33. Das ist 34er Zeug. Ist irgendwas freigeschalten worden für mich? Nicht wirklich. So, aber wir reisen jetzt zurück. Wir haben den Boss jetzt lange genug gequält. Also ich vor allem. Ihr seht es erst zum zweiten Mal den Kill. So, also ich gehe da jetzt genau. Jetzt sind hier mal wieder Quests. Ich meine, was ist da los, ja? Alter, also was sind denn hier gleich für Quests? Kann ich hier mal gleich mal verkaufen? Das möchte ich loswerden, das hebe ich mir noch auf. Verkaufen. Aufheben. Hey, Moment mal, das war alles gut. Ach, was soll ich, wenn ich das alles aufhebe, habe ich nie Platz für irgendwas. Ja, den Ring kann ich jetzt endlich so verkaufen. Ja, natürlich weg damit. Wir werden uns jetzt dann auch, das habe ich auch gefunden, das weg. So, wo ist denn jetzt meine Bank? Du, warte mal, wo kann ich meine Ausrüstung reparieren? Bei dir sicher, oder? Alles reparieren, alles klar. So, irgendwo muss jetzt noch eine Bank sein, oder? Weil es ist ein bisschen blöd, wenn ich da und mit so einem vollen Inventar da rumlaufe. Eisenberg, jetzt habe ich sowieso wieder Quest in Eisenbergen, also mega geil. Gut, der hat hier noch die Juwelen, das heißt der hier drüben, was hat der? Ja, der hat einfach nur die Quest. Ja, du hast sowieso nur die tägliche Quest. Da, okay, ein Bankschließfach. 12 Schlüssel, 44 habe ich schon. Hier kommen die anderen Radtiere noch ran, weil was mache ich mit so viel? Das ist das Doofe. Das kann ich leider nicht stapeln. Diese Kristalle schon, das nimmt mir auf jeden Fall mal wieder viel ab. Kann ich das hier noch drauf stapeln? Sicher, dann kann ich das hier auch wieder ran. Dann habe ich jetzt schon mal wieder mehr Platz, das brauche ich nicht. Färbt einen Gegenstand blau, ich weiß nicht, ob man was das nützt, aber absolut keine Ahnung. Ich meine, möchte ich irgendwas blau färben? Ja, mega cool. Gut, den Stein, den haben wir da jetzt noch. Ah, der Stein geht ja wenigstens auf den Ring. Dann. Wohin geht denn der? Waffen. Tja, okay, perfekt. So, wir haben jetzt richtig viel Platz wieder. Du willst Mauern bauen, vergiss das. Stein weg damit. Das legendäre Zeug heben wir sich noch auf und das passt mir dann schon. Teil 2, Teil 3,
Teil 1, jetzt fehlt mir nur noch Teil 4 von 4. Gut, ja, leider habe ich noch kein größeres Fach. Warte mal, wie viel kosten das? Warte mal, Adamanten, okay. Vergessen wir es. So, Eisenberge. Ja, in die Eisenberge müssen wir sowieso noch. Töte Olafs. Was müssen wir da jetzt machen? Hallo. Olafs töten. Okay, was... Ewige Wacht, suche den ewigen Augen südlich der Bibliothek und frage nach dem Verbleib des Jarls. Ewige Wacht, der Eisenberger töte, sammeln das Symbol des Anführers. Okay, wir werden jetzt mal nach hinten gehen. Gut, das heißt, wir werden da sowieso kurzerhand mal einfach durchlaufen, ja. Und für das nächste Level, wie viel brauche ich denn da? 205.000, Alter. Für Level 34, glaube ich, wird das... falsch. Oder brauche ich dich auch? Wenn man dann schon sehen, welchen braucht. Okay, ich töte dich mal kurz, weil dann kann ich schneller hinlaufen, weil mir geht das ja mal wieder richtig auf die Eier. So, falsche Taste, Tab wollte ich eigentlich drücken und meinen Angriff hier wechseln. So, wir setzen uns wieder auf Ross der Krone und wir reiten einfach mal kurz in die Ecke danach hintern und killen den einen, den wir da wollten. Sammeln das Symbol des Anführers, okay, das wird ja dann wohl einfach sein. So, einmal hier kurz um die Ecke und dann holen wir uns den, der da in der Ecke ist. Wie soll ich das jetzt am besten machen? Kann man das mal sagen? Einfach Flächenschaden. Und ja, das ist Olaf und ich benutze meinen stärksten Boost für ihn, weil ich absolut keinen Bock habe, hier eine langweilige Folge zu präsentieren. Nee, es geht so viel schneller, ganz ehrlich. Wenn ich es hart verbrauche, ich spare mir das ganz sicher nicht. Wir spielen jetzt Just for Fun. Ich sage das schon oft genug, weil ich immer von Leuten gefragt werde, warum? Warum verbrauchst du das nur? Das kann ganz wichtig sein. Alter, es ist mir... ganz ehrlich, eigentlich egal. Ich verhau das einfach raus, weil es schneller geht. Und das ist mir egal, ob es NPCs sind. Ich möchte einfach schneller leveln. Und um alles andere mache ich mir dann später Gedanken, wenn ich es dann wirklich mal brauche. Aber dabei brauche ich es nicht. Und es kommt sowieso in Massen nach. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Entweder kommt das bei euch einfach so selten nach oder absolut keine Ahnung. Aber ich möchte auch schnell leveln. So, was ist denn da jetzt? Sammle das Symbol des Anführer. Der ist da hinten. Nice. Reiten wir auch noch schnell hin. Da geht Leveln auf jeden Fall schnell. Ich wollte auch die Herausforderungen wieder machen, aber die sind mir zu schwierig. Also ja, zu aufwendig wieder. Das Craften eines Gegenstand und und. Puh, so viel Zeug habe ich gar nicht auf der Seite liegen, dass ich das schon scharf hintereinander. Und mich würde nur das uralte Wissen interessieren, aber ich habe dafür selbst einfach nicht die Gegenstände dafür und bis ich dort bin, ist das wieder sammeln das Symbol des Anführers. Gut, das schaffen wir auch noch. Schnell einmal. Oha, das ist ein bisschen weiter weg. Nee, schaffen wir auch noch. Einmal da kurz durch. Unter dem Tunnel durch. Unter dem Tunnel durch. Einfach mal hier kurz um die Ecke und dann die ganzen da einfach mal richtig umnähten mit Streuschuss. Was wollen wir machen? Was wollen wir machen, ha? Jetzt bin ich... ich habe einen Anführer getötet und jetzt seid ihr alle ganz wütend auf mich, ich weiß das. Da war ich gerade, die hassen mich auch anscheinend. Okay, dann laufen wir dort auch nochmal hin. Vielen Dank, dass ihr mir die Wege einfach mal sowas was von umständlich macht. Herzlichen Dank. Aber mein gepanzertes Pferd, das hält das schon aus. So, du bist jetzt noch mein letzter Gegner, gell? Wo, oh, was wollten die gerade? Der. Ganz ehrlich, der hält gerade was aus. Na, haha, so hält er nichts aus. Okay, ich habe alles. Passt, bringe das Symbol zu. Okay, zurückbringen. Alles klar, wir sind fertig hier. Das heißt, jetzt geht es dann nur noch zur ewigen Wacht und dort, also hoffentlich, außer wir kriegen schon wieder eine Mission der in den Eisenbergen, aber ich möchte jetzt dann echt zur Wacht gehen. Naja, du hast schon wieder was, klar. Eisenberge, schmiede einen Fokus, alles klar. Was hast du noch für mich? Eisenberge, das haben wir 20x von eisigen Nordmännern, alles klar! Wir gehen jetzt... ach, ich weiß nicht.
Eisenberg, ihr wollt, dass ich dorthin gehe, auch wenn die Eisenberge da oben sind und nicht, dass die totale Geldverschwendung ist. Es tut mir leid, vielleicht werden einige dabei gerade ausrasten, aber... Ja, ich bin halt eine Rich Bitch. Nicht die Quest, die Inventar. Dieses toten Augenschild glotzen dich seelenlos an. Okay, kann ich das... Schneematsch. Ha, schmiede einen Fokus an der Werkbank und lege ihn am Eingang der Eisenberge auf das Totem. Ah, wir müssen nochmal zurück. Das ist die Bank. So, wo waren die ja, die Werkbank? Wir müssen es zuerst schmieden. Also kombinieren, was sowas aus vom Clown dann. Ha, ich bin da doch ein bisschen schneller schon mit dem Denken. Gut, das heißt, wir brauchen die Kacke, die Kacke, die Kacke. War das auch Sperrenscherbe? Nein, ich glaube die nicht. War das was Wichtiges? Ja, schaut mal nach dem Gegenstand aus, sicher. Und irgendwo muss noch einer rumgammeln. Diese Gegenstände können nicht, okay. Ich meine, der Schädel. Der Stein wahrscheinlich nicht. Ich habe sonst keine Gegenstände mehr. Schmiede einen Fokus an der Werkbank. Das war sie, der Schädel. Hartleder, das könnte aber... Spitzhacke, die auf jeden Fall. Ja, damit wird es ja so gewesen sein. Diese Gegenstände kommen, ich komme mit... Was wollen die? Jetzt haben wir es, okay. Der Köcher, den habe ich einfach gefunden, alles klar. Annehmen, ja, gibst du mir das bitte, dankeschön. So, gut, das Rätsel ist gelöst. Ja, wenn man so viele komische Gegenstände hat und einfach nicht so drauf guckt, wie soll man denn das wissen? Also bitteschön. Oh, ein edler Prinz auf edlem Ross ist hier gerade durchgeritten. Oh, der edle Prinz, was macht denn der da? Ja, die Quest ist fertig. Gut, da schnell durch, die 20 Äxte. Die werden wir auch noch schnell durchkloppen. Und ewige Wacht, ja, da werde ich mich höchstwahrscheinlich wieder ein bisschen alleine spielen. Alter! Schnell durch. Ich habe eine von 20... Oh, ja, du gibst mir keine Axt. Hier gibt's mir jeder eine Axt, das ist eigentlich nass. Das ist eigentlich recht nice, dass jeder von euch... das sind gleich zwei von euch. Nice, 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 nice. Jetzt kommen alle, jetzt kommen alle. Nice, nice, nice. So brauche ich weniger Streuschüsse. Oh, der hat jetzt nichts gehabt. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen enttäuscht. Egal, die Quest geht super voran. Oh, jawohl. Jawohl, jetzt kommen sie, jetzt kommen sie, jetzt kommen sie. Jetzt kommt die Gang. Da kommt die Gang, da kommt sie. Alter, endgeil. Endo, geilo. So, die drei. Boah, das ist jetzt supi. Perfekt für die Quest. Es geht so schön voran. So mag ich das. Nicht so wie beim letzten Mal, wo die Sumpfmonster so ewig lang gebraucht. Mann, das die Sumpfmonster. Ich weiß gerade gar nicht. Nee, das waren diese Frostmonster, wo auf einmal 5000 Leute haben spielen müssen. Und mir alle den Drop gestohlen hat, so dass wieder unser Olaf, den möchte ich nicht, dass der noch was getroppt, ne. So, und die anderen sind sowieso wieder kilometerweit entfernt. Alter, Headset, halt die Schnauze, ich werde hier gerade verfolgt. Gut, der haut jetzt eh schon ab. Also, ich werde jetzt nochmal mich da ganz schnell da nach hinten verpissen. Ja, das war so klar. Das war so klar, ich möchte nicht kämpfen. Die betäube ich. Alles steht mal hier im Weg. Egal, wo ich gerade bin, es steht mir alles einfach mal so im Wege. Absolut null Bock drauf.
wieder irgendwie zu töten, aber was soll man denn machen? Hä? Was soll man denn da machen? So. Oh, ich brauche, ich gut, dass es euch nicht bewegt. Gefällt mir immer wieder gut. 14. Na, es drei, kommt irgendeiner von euch. Ah, na, Alter, das ist mühsam, wenn das jetzt so weitergeht. Eigentlich möchte ich den gar nicht töten. Ich möchte eigentlich da nur zu den Loot. Aber gut, bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als die auch mitzunehmen. Oh, ihr zwei Herren, Alter, seid jetzt meine neuen Lieblinge, oder was da? Alter, sag jetzt nicht die die Quest-Navigation versagt. So. Das hasse ich, wenn das noch zwei Stück sind und die Quest-Navigation einfach so versagt, so bärmlich. Oh, du hast jetzt zum Glück keine Quest mehr für mich. Nein, kauf das zurück, Alter. Oh, ein guter Köcher. Muss ich mal gucken, ist das so gut? Nein, Krieg. Meiner hat mehr Rüstung und so. Ich gucke da gerade ein bisschen mehr auf meine Rüstung, also jetzt auf direkten Schaden. Also ich soll ja schon ein bisschen was aushalten. Och, das ist so mühsam. Hier zweimal reingehen, das hasse ich auch ein bisschen. Das ist das negative Feedback, was ich hier geben muss, dass man Quests, dass das einfach nicht nachspawnt. Dass ich in den Dungeon wiederholbar reingehen muss, dass die Quest fertig ist. Das ist wirklich... Es könnten aufhören zu spawnen, wenn man die Quest automatisch fertig hätte, ja. Würde ich nichts dagegen sagen. Hast du jetzt wenigstens... Alter, du hast jetzt das auch nicht. Jetzt kann ich da noch einen töten. Gut, ich renne jetzt noch einmal um die Ecke, gebe den anderen einen Headshot, teleportiere mich zurück und hoffe, dass die Quest fertig ist. Ja, jetzt droppt das in Massen. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Das droppt einfach mal in Massen. Geht sich das aus? Geht sich das aus? Das geht sich nicht aus. Niemals. Dazu geben. Das brauche ich aber noch. So, jetzt können wir aber schnell zurück, bevor das Schleimi-Monster kommt. Und ja, Leute, das war's dann eigentlich mal wieder mit einer spannenden Folge Drachensong Online. Schaltet halt auch beim nächsten Mal wieder ein, damit ihr nichts verpasst. Ich gebe jetzt nochmal schnell hier meine Quest ab und dann lege ich auch gleich wieder los, mache ein bisschen Solo weiter und schaltet halt beim nächsten Mal wieder ein, wenn ihr nichts verpassen wollt. Also ich wiederhole jetzt nichts. Wir gehen jetzt dann beim nächsten Mal in die ewige Wacht. Vor allem ich gehe jetzt in die ewige Wacht und reingehauen, wieder schauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.